Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft Hardcore Mode. Ich mache direkt weiter. Ich hoffe, es geht euch soweit ganz gut. Ja, wo haben wir aufgehört? Wir haben hier in der kleinen Höhle aufgehört. Es war Nacht, jedoch konnten wir nicht schlafen. Moment. Alles gut. Da in der Nähe von uns Kreaturen sind und... Oh Moment, das Bett habe ich vergessen. Oder? Mitgenommen? Ich habe es mitgenommen. Alles gut. Aber die Tür. So. Ach Mist, die kann man nicht mitnehmen. Alles ist egal, wir bauen eine neue Tür. Ja, wir konnten nicht schlafen, denn in der Nähe war eine Kreatur. Und das habe ich dann ausgenutzt und bin einfach mal... mich ein bisschen in der Höhle habt die Höhle erkundet und ja, wir haben ein bisschen Eisen gefunden, das heißt ein bisschen, 49, also eigentlich schon ganz schön gut. Damit können wir uns dann Spitzhacken bauen und anfangen. Oh Moment, was haben wir denn hier? Können wir anfangen nach Diamant zu suchen und vor allem sollten wir mal vielleicht unser Haus weiter ausbauen und ein Feld anlegen. Und ein Eimer bauen. So, jetzt habe ich aber genug uns gesagt. Aber wir haben ein bisschen was vor. Oh, hier haben wir noch... das nehmen wir mit. Das nehmen wir natürlich so direkt mit. Super. Super. Als hätten wir es gesucht. Nee, Spaß. Ja, Feld müssen wir noch bauen. Und unsere Hütte weiter ausbauen. Und dann können wir anfangen... Hä, wieso sind hier Bäume? Ach genau, da ist richtig. Langsam nach Diamanten zu suchen. Aber erstmal geht es darum, dass wir leben können. Und zwar ohne immer irgendwie Nahrung zu suchen. Da ist unsere Hütte, unsere schöne Hütte. Wir sind wieder zurück, wir haben es geschafft. Hier sind ja genug Felder da. Also genug Platz, um Felder anzubauen. Die Hütte werden wir noch ein bisschen vergrößern natürlich. Wie ich vielleicht in der, also wenn ihr die erste Folge nicht geguckt habt, ich habe in der ersten oder in der zweiten Folge gesagt, dass ich, oder das ist von mir ist auch die dritte gewesen sein, dass ich das Ganze mit, die Tür kommt weg und daneben wird quasi, das wird hochgebaut, wie so eine Wasserschanze und dann kann man ins Boot rein und direkt hier rüber schwimmen. Wie mir das überlegt. Oh, sieh mal einer an, da hinten ist noch mehr Schilf, Zuckerrohr. Das können wir direkt mitnehmen, das ist gut. Aber bevor wir das tun, Moment, bevor wir das tun, schmelzen, es wird dunkler, okay, wahrscheinlich fällt es gleich an zu regnen. Schmelzen wir doch erstmal das Wasser, wir schmelzen das Wasser. Mhm, badabam. Wir schmelzen natürlich erstmal das Eisen. Das kann dann quasi nebenbei herbrutzeln, solange wir dann anfangen, die Felder auszuheben. Genau. Dann legen wir mal hier das Ganze ein Stückchen Kohle rein. Ich mache auch nur einen Ofen, denn so dringend ist es jetzt nicht. Wir haben das Essen kommt hier rein. Unsere rote Beete-Samen kommen hier rein. Die rote Beete kann da rein, die Bücher können da rein, das Fleisch kann da rein, das verrottete Fleisch. Die Eier können da wieder rein. Pilze, das brauchen wir noch. Ach, das Bett, ganz wichtig. Natürlich, wir wollen auch hier im Bett, deswegen sind wir ja losgelaufen, um das Bett natürlich aufzubauen. So, meine lieben Freunde, jetzt können wir auch schlafen und jetzt müsst ihr auch nicht mehr miterleben, wie ich die Nächte rumstehe. So wie in der ersten oder zweiten Episode. Das war ja wohl ein bisschen langweilig, ne? Verständlicherweise, natürlich. Tut mir leid, Leute, das war nicht beabsichtigt. Das kann auch weg, das kann auch weg. Aber so ist das nun mal in diesem Spiel. Man kann nicht alles haben. Muss man auch mal lernen, ne? Man kann nicht immer alles haben, ne? Das ist auch mal eine Sache, die man als Kind lernen muss, ne? Immer Brillen, die was wollen. Ne, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Brillen oder so heißt es. Badam, psch, falsch bestimmt, ne? Okay, super. Da haben wir schon mal das meiste weggestellt. Dann fangen wir mal an,
Ach so, ich muss erstmal noch. Oh, lülülü, hat's gerade geruckelt? Was ist hier los? Hör auf zu ruckeln! Du hast nicht zu ruckeln. So. Alter Schwede, hör auf zu ruckeln, ganz ehrlich. Steine brauche ich doch. Und Holz auch. Nur die Hälfte ist okay. Denn ich brauche. Alter, warum ruckelt das so? Ruckelt doch sonst nie so. Okay. Wir brauchen eine Hacke. Eine Hoe. Genau. Stone Hoe dürfte reichen. Achso, wir brauchen noch Eimer. Ohne Eimer können wir natürlich nichts machen. Nehmen wir kurz das Eisen hier weg. Können wir direkt mal einen Eimer draus bauen. Eimer war so, oder? Ne, das war ein Kessel. Shit. Wo seid ihr Kessel gedacht? Das war Eimer. Ne. Hä? Minecart. Verdammt, wie geht ein Eimer? So. Nee. Minecart. Hä? Leute, wie geht ein Eimer? Verdammt. So vielleicht? Ja, so ging der Eimer. Alles klar. Bucket, genau. Davon nehmen wir mal 2. Kostet doch weniger als. Achso, Moment. Oh, die kann man jetzt stapeln. Cool, ich glaube, das ging vorher durch nicht. Eine Schere. Oh, ein Bogen wäre natürlich noch super. Wenn wir einen Bogen noch hätten, das wäre gut. Okay, das reicht. Ist es schon wieder Nacht? What the? Waren wir so lange unter Tage? Anscheinend. Okay, wir gehen schlafen. Macht ja nichts. Ups, falscher Knopf. Das macht ja nichts, das macht ja nichts. Wir gehen schlafen. So. Time to farm, steht da. Warum? Ach so, weil ich. Ach so, okay, ja. Nimm was hier in der Nähe? Nö. Anscheinend nicht. Okay. Dann direkt weiter. Oh, was ruckelt das denn so? Oh, ich höre eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Hört ihr sie auch? Ja, ne? Da irgendwo. Wahrscheinlich unter uns. Wahrscheinlich ist es unter uns eine Höhle. Ich würde mal davon ausgehen, dass es unter uns eine Höhle ist. Ja. Dann werden wir mal anfangen. Ah, ich habe vergessen, eine Schaufel zu bauen. Aber ich habe ja das hier. So, Moment, dann bauen wir nochmal kurz eine Schaufel. Wupp, so. Da haben wir noch 2 Sticks, super. Ach komm, was soll der Geiz? Zack. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wir müssen eh erstmal Samen genug haben. Also gut, Samen. Oh, da ging's runter. Ich werde da auch keinen Zaun oder so drum bauen. Also, das ist. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, da einen Zaun drum zu bauen, wenn wir alleine spielen. Wo jetzt aber nur ein Feld, damit wir Essen kriegen. Und das reicht. Wisst ihr, was ich meine? Weiß ich, können Tiere da ran und selbst wenn, ist mir das Latte. Sag lieber nicht die ganze Ernte zerfressen. Brauchen ein schön großes Feld. Jetzt werden wir Nahrung haben, Brot und so weiter und Karotten. Und dann müsste das eigentlich laufen. Haben wir denn schon? 11. Gut. Also nix. Aber weißt du was? Egal, 11 reichen. Okay. So, dann brauche ich jetzt mal hier so. Moment, wie machen wir das? Das waren immer 3, glaube ich, ne? 1, 2, 3. Loch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Loch. So. 1, 2, 3. Moment. Noch eins. Oh, noch eins überhaupt? 1, 2, 3. Ja, wir brauchen. 1, 2, 3. Loch. So, so ungefähr das ist die Größe, die ich mir vorgestellt habe. Nö, das passt doch. Hä? Genau. So, da kann ich auch weg.
So. Und dann können wir ab anfangen. Zack, zack. So, das reicht bis hierhin. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ist das die richtige Länge? Jawohl. Gut geraten. Okay, weiter. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Jo, reicht, alles klar. Haben wir genug. Dann machen wir jetzt nochmal. So. Ach, das geht gar nicht. Verdammt, ich dachte, man könnte. Man muss die echt kaputt machen. Ach, Tatsache. Oh Mann, das geht auf den Sack. Oh, Moment, stimmt, da war was. Ich muss erst Wasser reinfüllen, sonst werden die wieder zur normalen Boden. Un momento. Water. 1. Water 2. Halt. Water 2. So. Aber mal, es gab auch so einen Trick, ne? Dem. Da wäre auch Wasser gewesen. Ah, ist ja gar nicht so weit, scheiße. Ach so, nee, Eimer konnte man immer schon. Auffüllen, also so stapeln, ne? Ich glaube, Wassereimer konnte man noch nie stapeln. Ist ja auch irgendwie logisch. Wasser kann man, Eimer kann man ineinander schieben, aber Wassereimer, da wird es schwieriger. So, so, so. Oh, ich muss hier auf meine Uhr achten. Ist ja schon wieder. Och Mensch, die Zeit vergeht so schnell. Ich will das so machen, nicht so machen wie andere Let's Player, dass sie am Stück 30 Millionen Folgen aufnehmen und dann zerhackeln das Ganze. Sondern ich will wirklich das Ganze aufnehmen und dann direkt mich bei euch verabschieden und dann die nächste Folge und jedes Mal Hallo sagen und so. Das ist mir schon wichtig. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Deswegen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich dann immer so ein bisschen die Episode ein bisschen kürzer. Nix. So ein bisschen kürzer mache. Bei jedem Mal sage Tschüss. Dass es jedes Mal eine Abmoderation gibt. Ja, ich weiß, das kostet Zeit, aber Mensch. Wir zocken doch hier. Das ist doch was zur Erholung. Da soll doch Zeit kein Thema sein. Also nicht in dem Sinne zumindest. Ne? Ein Tschüss ist immer drin. Okay, jetzt gehen wir nochmal rüber. Zack. Oh, toll. Guck mal, die ich schon gebaut habe, sind alle wieder zurück. Da, super. Aber hey, Wayne. Ich finde das so geil, dass sich Wasser automatisch also selbstständig vermehrt. So. 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 Moment, ich kann doch einfach direkt von hier nehmen, oder? So. 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 So, so. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle setze ich mal wieder den Cut. Denn beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Feldbauen. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Channel hier abonnieren könntet. Schaut bei meinen Freunden bei den Videos nochmal vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die zocken momentan auch allerlei. Unter anderem Rainbow Six Siege, Battlefield 1, The Forest, Hearthstone und so weiter und so fort. Also viel zu gucken. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Hoffe ich doch sehr, sehr stark. Lasst mir ein Feuer, was mich sehr, sehr freuen würde, ist, wenn ihr mir ein Feedback da lassen würdet. Also wenn ihr mir sagen würdet, was euch stört, was euch nicht stört, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, ob ihr das Intro mögt, ob ihr das Outro mögt und so weiter und so fort. Also würde mich mal echt brennend interessieren. Denn nur mit Kritik kann die Qualität der Videos steigen. Dieses Ruckeln, ich weiß nicht, woran das liegt. In einer Episode funktioniert es prächtig, in einer Episode ruckelt es ein bisschen. Ich kann es nicht manipulieren. Ich habe echt keinen Plan, woran das liegt. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ja, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis denn, haut rein.